Sie und euch ganz herzlich hier jetzt zum zweiten Teil der Gedenkveranstaltung für die Frauen von Obernheide. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Andreas Gauthier, ich komme von der katholischen Gemeinde in Brinkum. Wir wollen diesen zweiten Teil nun beginnen wieder mit Statements von Schülern, die Schüler gesammelt haben. Und die das hier an dieser Stelle jetzt haben, bitte ich einmal nach vorne. Wir stehen hier heute, um gemeinsam der Opfer des Arbeitslagers Obernheide zu gedenken. Aber ist es eigentlich nötig, immer an den negativen Ereignissen der Vergangenheit festzuhalten? Sollten wir uns nicht verstärkt auch an die positiven Aspekte unserer Geschichte erinnern? Der Vorsitzende der AfD, Alexander Gauland, sagte im vergangenen Jahr, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Und entsprechend forderte sein Parteikollege Bernd Höcke dieses Jahres in Dresden, wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Auch Höcke ist also der Meinung, dass wir die grausamen und dunklen Kapitel unserer Geschichte einfach vergessen und uns dem Positiven widmen sollten. Sind wir hier also in diesem Moment alle völlig fehl am Platz? Wir glauben das nicht. Wie jeder weiß, zählt zu den dunkelsten Kapiteln unserer Geschichte die Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs, der Millionen von Opfern forderte, und der Völkermord an den Juden, der Holocaust. Ein Vogelschiss der Geschichte? Die Nationalsozialisten bauten Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager, in denen sie ihre Opfer zusammenpferchten. An jedem dieser Orte herrschten menschenunwürdige Lebensbedingungen. Qualvolle Enge, Hunger, Durst, Kälte, Krankheit, Angst und Tod. In diesem Lager hier waren 800 Frauen gefangen und wurden gezwungen, im durch den Krieg zerstörten Bremen Trümmer wegzuräumen. Sie durften im Falle eines Luftangriffs nicht in die öffentlichen Bunkeranlagen. Sie mussten ihren Peinigern bis in den Tod dienen, ohne dafür jemals eine Gegenleistung außer Folter und Mord erwarten zu dürfen. Ihre einzige Schuld bestand darin, dass sie jüdisch waren. Was heute hier in unserem Land viele für unvorstellbar halten, war vor 75 Jahren bittere Realität. Und das alles sollen wir vergessen, weil es angeblich nur ein Vogelschiss ist? Wie emotionslos muss man sein, um die Vernichtung der europäischen Juden, die Verfolgung und Ermordung auch so vieler anderer Opfer der Nazi-Ideologie mit dieser Metapher zu versehen? Wie würdelos ist es, mit dem Begriff Vogelschiss das Leid so vieler Menschen zu verhöhnen? Wir können das Leid der Frauen von Obernheide nicht ungeschehen machen, indem wir hier heute stehen. Wir können es auch nicht wieder gut machen, indem wir hier heute stehen. Aber wir können es zumindest in Erinnerung rufen und damit vielleicht der Gefahr vorbeugen, dass solche unfassbaren Gräueltaten jemals wieder geschehen. Viele Menschen starben in den Konzentrationslagern oder in anderen Gefängnissen in der NS-Zeit. Einer von ihnen war der evangelische Pastor Dietrich Bonhoeffer. Er hat ein Lied geschrieben, das ihr jetzt in den Händen haltet. Es ist ein Lied im Angesicht des Todes, ein Lied im Angesicht von Gefangenschaft. Aber ein Lied, in dem zum Ausdruck kommt, dass er jemanden an seiner Seite weiß, jemanden zu seiner Rechten weiß, der stärker ist als diese Gefangenschaft. Und
Warum sind wir heute hier? Warum seid ihr heute hier? Weil die Lehrer das gesagt haben, stimmt's? Genau. Aber die Frage ist doch, warum wollen eure Lehrer, dass ihr heute hier seid? Weil hier an diesem Ort etwas Schlimmes passiert sein soll. Wir haben gerade schon gehört, dass die aktuelle Politik uns gerade wieder den Fingerzeig auf sowas gibt wie heute. Denn wenn jemand sagt, hier soll etwas Schlimmes passiert worden sein, vielleicht, ihr könnt es ja nicht mehr sehen, dann seid ihr schon jemandem begegnet, der das nicht wahrhaben will. Dann seid ihr jemandem begegnet, der nicht aus den Fehlern der Geschichte lernen will. Der schon anfängt, daran zu zweifeln, dass hier was Schlimmes passiert ist, indem er sagt, hier könnte vielleicht etwas Schlimmes passiert worden sein. Aber wir haben das nicht nur hier in Deutschland. Gucken wir uns doch mal in Europa um oder in der Welt. Da gibt es Politiker, die Menschengruppen unter einen Begriff packen, Flüchtlinge, Migranten, Ausländer und mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, sie wären eine Gefahr für uns.
da kommt eine Invasion aus Südamerika zu uns nach in die USA. Da kommen Migrantenströme aus Syrien. Anders wird es, wenn wir in unsere Medien gucken. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr schon aus dem Alter raus, wo man ein Logo guckt. Die Tagesschau macht es aber auch inzwischen sehr. Sie zeigt die einzelnen Menschen, die sich in diesen Gruppen bewegen. Sie zeigt die einzelnen Schicksale, warum Menschen sich auf den Weg machen, ihre Heimat verlassen, ihre Familien verlassen und in eine Zukunft gehen und auf einen Gang gehen, der sich vielleicht das Leben kostet. Dann ist es plötzlich keine Invasion mehr aus Honduras, die da kommt. Sondern es sind Männer und Frauen, die mit ihren Kindern und Kleinkindern unterwegs sind. Und ich merke das immer an mir selbst. Über Gruppen kann man immer noch mal herziehen. Ach, das sind doch nur die Hauptschüler von Mordeich. Die sind doch alle gleich. Ja, da kann man gut drüber lästern. Aber wie ist das, wenn ich einen einzelnen von euch vor mir habe? Wenn ich mit einem von euch befreundet bin, oder ihr mit einem von denen befreundet seid, dann ist es schon mal schwerer, so abzulästern. Und genau das ist es, was unsere Medien machen. Die zeigen die einzelnen Menschen. Und plötzlich ist das kein gefährlicher Migrantenstrom, der danach kommt. Sondern es sind Menschen, die aus Angst ihre Gegend verlassen, ihr Zuhause verlassen. Wohin das führt, das ist hier an diesem Ort geschehen. Politiker aus europäischen Ländern, hier genauer aus Polen und aus Ungarn, haben eine Gruppe Menschen in ihrem Volk zu Sünden begangen. Sie haben gesagt, die Juden sind mit den ganzen Problemen in unserem Land verantwortlich. Die müssen weg. Und sie haben sich, weil der Regierungschef in Deutschland der gleichen Meinung war und angefangen hat, die umzubringen, sie an die Deutschen abgeschoben. Und die 900 Frauen wurden nach Auschwitz gebracht, um dort zu sterben. Und weil sie aber noch relativ kräftig waren, kamen sie dann hier nach Obernheide, um in Bremen die Trümmer von den Bombenangriffen wieder aufzubauen. Welch erschreckende Parallele, dass es in unserem Jahrzehnt wieder Polen und Ungarn sind, die da vorangehen und Angst vor Menschen in ihrem Land haben, die an was anderes glauben, die für etwas anderes stehen und die vielleicht andere Ideale haben. Für die, die das vielleicht ein bisschen zu weit weg sind, ziehe ich mal eine andere Parallele. Ich gehe mal davon aus, dass einige von euch Star Wars-Fans sind oder zumindest Filme geguckt haben. In Erwachen der Macht kommt das gleiche Motiv vor wie das, was wir hier haben. Der Sturmtruppler mit der Nummer FN2187. Merkt, dass der Befehl, den er auszuführen hat, falsch ist. Ein Mann mit einer Nummer. Ein Mann, der in einer Gruppe genauso aussieht wie alle anderen auch. Weil er eine Uniform anhat, die ihn nicht unterscheidbar macht. Ein Mann, der von seiner Regierung dafür bezahlt wird oder angestellt ist, deren Befehle auszuführen. Das zu machen, was sie wollen. Ohne eine Chance, Individuum zu sein. Und der merkt plötzlich, das ist falsch, was ich hier tue. Und befreit Ray aus dem Widerstand. Und was ist das Erste, was sie ihn fragt? Hier, Star Wars Fans raus. Was ist das Erste, was sie ihn fragt? Als sie im Schiff sitzen und abhauen. Hä?
Wer weiß es? Los, sag mal, laut. Ey, guck dir keiner Star Wars? Sie fragt ihn, wie heißt du? Und er sagt, FN272187. Sie sagt, das ist kein Name. Ich gebe dir jetzt einen Namen. Und sie gibt ihm den Namen Finn. Und guckt euch den Film ruhig nochmal an. Plötzlich ändert er sich. Denn plötzlich hat er wieder Menschenwürde. Plötzlich ist er ein Individuum. Nur dadurch, dass er einen Namen hat. Wir stehen hier an einem Ort, in dem 900 Frauen waren, denen ihr Name genommen wurde. Ihre Würde genommen wurde. Ihre Individualität. Wir stehen heute hier, um ihnen ihren Namen wieder zurückzugeben. Darum habt ihr diese Steine bekommen, auf denen der Name steht. Auf meinem steht Bela Friedmann, geboren am 26.02.1918. Dieser Stein steht für eine Person, für eine Frau, für Bela, wahrscheinlich für eine Ungarin. Sie war hier an diesem Ort. Ihr wurde die Würde genommen, indem man ihr ihren Namen genommen hat und ihr nur noch eine Nummer gegeben hat. Heute bin ich hier, um ihr diese Würde symbolisch zurückzugeben, mit diesem Stein. Und dafür gibt es so Veranstaltungen wie heute, bei denen man sowas macht. Darum stehen hier vorne auch meistens die Pastoren aus dem Ort. Denn Religion ist der Ort, wo sowas Nährboden, wo sowas Halt kriegt. Die Aufgabe von Religion überall auf der Welt ist es, das Unsagbare in Wort zu fassen und es in Zeichen zu bringen. Darum stehe ich auch jetzt nicht mehr mit meinen normalen Klamotten hier, sondern habe das angezogen, was ich in Gottesdiensten anhabe. Das ist die Aufgabe von Religion. Unsagbare in Worte zu fassen. Einer dieser Texte sind die Psalmen aus dem Alten Testament. Ich gehe davon aus, dass alle 900 Frauen, die hier waren, die Psalmen kannten. Und sie teilweise auch auswendig kannten. Denn es ist das jüdische Kulturgut. Das sind die Gebete, die seit 2500 Jahren, noch einige sogar seit 3000 Jahren gebetet werden. Von Jüden, von Jüdinnen. Und in denen sie in Worte fassen, was in ihrem Leben los ist. Indem sie die Größe ihres Gottes in Worte fassen. Und indem ihr menschliches Schicksal in Worte gefasst werden kann, auch wenn einem die Worte dazu fehlen. Und dazu bitte ich euch jetzt zu folgendem. Seht ihr die Bäume hier? Die sind wie eine linke Hand, die flehend nach oben. Mach das mal. Linke Hand, flehend nach oben. So wie dieser Bäume hier. Und dann legt den Stein, den ihr habt, in diese Hand. Als Ausdruck des Flehens, den die Frau, die auf eurem Namensschild steht, hier erlitten. Und jetzt guckt mal zu eurer Rechten. Und wenn ihr den kennt und wenn ihr das mitmacht, legt gerne eure rechte Hand auf die Schulter eures rechten Nebenmanns. Die Zettel könnt ihr auf der Erde liegen, die braucht ihr. In dieser Geste kommt jetzt zweierlei zum Ausdruck. In eurer linken Hand das Flehen der Frauen, die hier sind. Und in der rechten Hand das, was jeder Jude, jede Jüdin weiß, weil es die Psalmen gibt. Zu meiner Rechten steht der, der mir beisteht. Denn in der Antike stand zu Rechten der Rechtsanwalt oder der Kronzeuge, der für ein gutes Wort eingelegt hat. Und so konnten diese Frauen auch beten, der Herr steht zu meiner Rechten und hält mich. So wie es im Psalm 16 steht. Behüte mich, Gott, denn ich vertraue dir.
Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, mein ganzes Glück bist du allein. An den Heiligen im Lande, den Herrlichen, an ihnen nur habe ich meinen Gefallen. Viele Schmerzen leidet, wer fremden Göttern folgt. Ich will ihnen nicht opfern. Ich nehme ihren Namen nicht auf meine Lippen. Du, Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher. Du hältst mein Los in deinen Händen. Auf schönem Land fiel mir mein Anteil zu. Ja, mein Erbe gefällt mir gut. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz in der Nacht. Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zur Rechten. Ich wanke nicht. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit. Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis. Du lässt deinen Frommen das Grab nicht schauen. Du zeigst mir den Pfad zum Leben. Vor deinem Angesicht herrscht Freude und Fülle. Zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Es ist diese Zuversicht, die die Frauen hier getragen hat. Und nun bitte ich euch, mit euren Steinen hier an die Ich muss mal die Gäste.